So, es geht weiter mit Let's Play Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Im letzten Part hatten wir ein paar Probleme mit den Hinweismünzen, aber das ist hoffentlich auch verständlich. Denn die tauchen dann auf, wann sie wollen und sind dann nicht da. Tja, einfach unzuverlässig. Wir sind jetzt im letzten Part in den Park gekommen, als wir den Park weiter gefunden haben und erkunden jetzt ihn ein bisschen ausgiebig. Der Park ist richtig verwahrlost, als wäre seit Jahren niemand mehr hier gewesen. Wie schade, bestimmt war es hier mal richtig schön. Es gibt ja sogar ein echtes Zirkuszelt hier. Allerdings, der Park ist ein recht trauriger Anblick, nicht wahr? Eigenartig, dieser offenbar ein Wanderzirkus. Wieso kommt er bloß hier an seinen Mist her? Das Riesenrad ist bestimmt auch in einem schlechten Zustand. Da wird uns der Fahrschein nichts nützen. Nun, wir haben auch Wichtigeres zu tun, als Riesenrad zu fahren. Irgendwo in diesem Park ist ein Hinweis auf den goldenen Apfel versteckt, da bin ich mir sicher. Ich mir sogar auch. Und die Kamera weicht ein ganz kleines bisschen, aber na gut. Ich denke mal, das ist zu verkraften. Altes Zirkuszelt, da sind wir jetzt im Moment. Hier gibt es natürlich auch Hinweismünzen. Ich hoffe, ihr habt alle den letzten Part gesehen, dann werdet ihr wissen, warum ich das so betone. Ich muss kurz gucken, wo haben wir das denn? Altes Zirkuszelt, okay, ich hab's hier. Hinter dem Karussellpferd. Hier ist das Karussellpferd, ne? Hinter dem. Hä? Was soll das denn heißen? Ach hier, okay, oder? Spitze der Laterne links. Gut, Becher im Verkaufsstand. Und rechter Stein auf dem Weg. Okay, das wären alle gewesen. Kann man den Zirkus zählen? Nee, kann man nicht. Gehen wir mal weiter. Wir sollen ja das Riesenrad untersuchen. Da steht es. Das muss das Riesenrad sein, nachdem wir gesucht haben. Luke, wieso siehst du es dir nicht einmal aus der Nähe an? Vielleicht findest du hier etwas Auffälliges. Geht klar, Professor. Bevor wir jetzt noch irgendwas weiterreden, ich möchte mich kurz noch für die letzten Parts entschuldigen, die 10 Minuten und 20 Minuten lang waren. Mir geht's nicht wirklich gut, ich war gestresst und so und ja, hab mich da irgendwie durchgequält. Das wird jetzt natürlich anders laufen, ganz klar. Es ist nicht mehr so heiß, ich bin nicht mehr verletzt und was weiß ich noch alles. Es geht mir schon wieder gut, alles in Ordnung. Somit geht auch ein Spaß mit. Hauptsache alles nach, Mann. Ist dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen, Luke? Nein, gar nichts. Vielleicht ist in dem Riesenrad doch kein großes Geheimnis versteckt. Das wird sich noch zeigen. Lass uns noch etwas in den Park erkunden, ja? Also stellt sich heraus, dass dieser Fahrschein letztlich doch nicht von Bedeutung war. Es scheint fast so. Oder es soll einfach nur ein Hinweis nicht auf das Riesenrad, sondern einfach nur auf den Park geben. Offenbar hat mich meine Intuition diesmal doch getäuscht, Luke. Komm, lass uns wieder nach St. Mister zurückkehren und weiter nach Hinweisen suchen. Ob wir es heil schaffen? Jetzt passiert etwas. Super. Das Zirkuszelt! Genau das, was man bereits einmal, ich glaube, das war ein Trailer oder so, das konnte man bereits da schon sehen. Ja, geil, klasse. Das sieht ja geil aus. Keuchherz. Wieso konnte das Riesenrad so einfach? Professor, da! Sehen Sie doch, das, was mit der Hütte passiert ist. Ja, sie ist weg. Total weggerissen. Das Riesenrad muss sie einfach fortgerissen haben. Wenn wir eben etwas langsamer gewesen wären, wäre es uns ebenso ergangen wie dieser Hütte. Oh je. Ich glaube, ich habe hier etwas gefunden, Professor. Was könnte das wohl sein? Wieso gibt es hier eigentlich einen Zugang zur Kanalisation? Dies könnte auch ein unterirdischer Gang zum Turm sein. Wir müssen nachsehen. Komm, Luke. Ja, Professor, ich bin direkt hinter Ihnen.
Ja, jetzt wird's interessant, ne? Gut, rein geht's. Hoffentlich falle ich nicht hin. Es ist stockdunkel. Und kalt ist es auch noch. Stolpere nicht, Luke. Halte die Augen offen und sag Bescheid, wenn du irgendetwas Ungewöhnliches siehst. Okay, neuer Screen. Neues Glück. Unter der Hütte heißt das hier. Dann mal gucken. Unter der Hütte. Mal wieder vier Hinweismünzen. Das Fass hier zum Beispiel hat eine. Dann Stein rechts unten. Der hier oder so. Der hier, okay. Dann Stein rechts vor der Mauer auf dem Boden. Stein rechts vor der Mauer. Welche Mauer? Hier? Hä? Nochmal. Wo war das jetzt? Stein rechts vor der Mauer auf dem Boden. Ich weiß nicht, welches gemeint wird. Stein rechts vor der Mauer? Das muss ja hier sein, wo sein, ne? Dabei, das hatten wir doch eben schon. Hallo? Ah, Mann, das ist doch doof, wenn man hier irgendwelche Hinweismünzen sind, die man nicht finden kann, richtig. Na gut. Blau. Nee, falsch. Stein rechts vor der Mauer haben wir schon. Und Mauer über dem Schild. Aha, und hier muss doch irgendwas sein. Hier ist immer vor, Stein rechts vor der Mauer auf dem Boden. Und irgendwas kriecht hier gerade lang. Na, kriecht nicht. Ich glaube, hier wässert nur jemand die Blumen. Na gut. Stein rechts vor der Mauer auf dem Boden. Wo denn jetzt? Stein rechts vor der Mauer auf dem Boden. Hier vielleicht? Ach, zum Kuckuck nochmal. Wie soll man den denn bitte finden? Ganz im Ernst. Gut. Ich kann jetzt nach oben gehen, aber auch ein Rätsel lösen, das sich hier befindet. Was ist das denn jetzt? Hier stimmt doch irgendwas nicht, ich weiß nicht. Sehen Sie mal, hier ist eine Art Steintafel in die Wand eingelassen. Das ist ganz offensichtlich ein Rätsel. Vermutlich weist uns die Lösung in die richtige Richtung. Aha. Gut, das heißt, Rätsel Nummer 89, wo geht's lang? 30 Pikarat. Du gehst einen Weg entlang, der sich vor dem Schild gabelt, das unten dargestellt ist. Punkt. Dein Gefühl sagt dir, dass das Schild dir die Richtung anzeigt, wie du die einschlagen sollst. Suche auf dem Schild einen Pfeil, wie den, der rechts unten neben dem Schild in Gelb dargestellt wird. Hast ihn gefunden, zeichne seine Umrisse mit dem Touchpad nach, so genau du kannst. Behalte im Hinterkopf, dass der Pfeil, den du suchst, nicht unbedingt dieselbe Größe haben muss wie das Beispiel. Okay, ich gehe jetzt mal einfach so auf die Suche. Vielleicht finde ich ja was. Was ist denn das da draußen? Okay, ihr hört das einfach. Konzentrieren wir uns nicht, übertöne das. Ich glaube, hier wird einfach nur. Hier werden nur die Blumen gewässert. Ich habe den Fall gefunden, Freunde. Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Ist er das hier? Nochmal lieber, zur Sicherheit. Punkt genau nachzeichnen. Mano. Ich lege halt sehr viel Wert auf Perfektionismus. Nur, dass ihr wisst, es kann nur der Nachbar sein, der so doof Blumen gießt. Ich kann keinen Pfeil mehr zeichnen. So, komm. Man muss ja jetzt akzeptieren hier. Wenn nicht, dann raste ich aus. Und ja, danke sehr, schön. So. Gut gemacht, nun weißt du, wo du lang musst. Nach links. Oder? Oder nicht? Gott, das nervt da draußen vielleicht mal. Da haben wir die Antwort. Wir müssen den linken Gang nehmen. Gibt's einen rechten? Verstanden, Professor. Viel Garantiekanne, einfach mal zu Leighton rüber. Einfach nur so. Gut, weiter nach links. Okay. Wir sind jetzt im unterirdischen Gang. Hier gibt's natürlich auch wieder vier Hinweismünzen. Mitte der linken Wand. Hier ungefähr Mitte. Immerhin wird gesagt Mitte. Mitte der linken Wand. Hier weiter schon noch nicht. Stehe ich nicht. Steht auch Mitte der linken Wand. Ist ein bisschen. Oh, verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht. Hinweis mit so einem Problem. Das kann auch gar nicht wahr sein hier. Echt. Wir werden sie aber bald alle gefunden haben. Und damit wir das hier endlich beenden können. Verdammte Scheiße. Was ist denn das hier? Ah. Okay. Seltsam geformter Stein in der Mitte der rechten Wand. Sehen doch alle seltsam geformt aus. Oh, hab einen gefunden. Der sieht doch nicht so seltsam aus. Kleiner Stein im Vordergrund. Ich
hier Vordergrund. Welche Steine hat der? Oh Gott. Die können doch nicht immer so verstecken. Moos und links. Gut. Wo ist die andere? Ich verstehe es nicht. Boah, mir reizt langsam. Ist das eine linke Wand hier oder? Vielleicht im Dach oder vielleicht auch hier. Ich werde es hier nicht finden, Freunde. Das geht nicht. Das ist mir manchmal echt zu doof. Sehen Sie mal, Professor. Da ist eine seltsame Vorrichtung an der Tür. Das scheint eine Art Rätsel zu sein. Sicher öffnet sich die Tür erst, wenn wir es geknackt haben. Es ist fast so, als würde man uns auf die Probe stellen. Rätsel Nummer 90. Raus mit der Kugel 2. 50 Picarat. Ach, super. Kannst du die rote Kugel aus dem Labyrinth buxieren? Schiebe die Klötze, die im Weg sind, beiseite, um der Kugel einen Durchgang zu bahnen. Dieses Rätsel ist in 14 Zügen lösbar. Okay, jetzt wird's lustig. Oh Gott, das Geräusch. Machen wir fertig. So. Mache ich das jetzt einfach mal so. Ihr habt mit sicher nichts dagegen. So mache ich dann mal. So. Mache ich so, dann mache ich so. Hallo? War das schlau? Nächstes Mal. Was ist das? Jetzt ist es plötzlich ganz woanders. Hilfe! Hilfe! Zumindest können wir das Rätsel lösen. Boah, scheiße, ist das laut! Kann da mal jemand aufhören? Wisst ihr was, ich mach mal kurz Pause. Und schön hört's auf. Entschuldigt deswegen, fantastisch. Es ist leichter, als es aussieht, nicht wahr? Wenn du es nicht bereits geschafft hast, warum versuchst du es nicht, das Rätsel in so wenigen Zügen wie möglich zu lösen? Nein, dafür haben wir keine Zeit. So sollte es klappen. Und mal wieder ein Gemäldestück. Sah eigentlich aus wie eine Ecke, ne? Wenn es auch wirklich eine ist. Okay. Hallo? Dunkel? Hallo? Ganz hell? Achso. Gut, gehen wir mal durch. 2 Minuten habe ich noch. Ah. Na sowas, ein Zimmer hätte ich hier unten als letztes erwartet. Ich hasse es. Sehen wir uns das mal genauer an. Ich vermute, das ist jetzt ein Nachbar hier, der die ganze Zeit Blumen gießt und das nicht merkt, dass ich hier im Prinzip gestört wird. Gewählt, meine ich. Damit müsst ihr jetzt leben. Entschuldigung. Ja, Mensch, ja gut. Sehen wir uns das mal genauer an. Irgendwas stimmt hier nicht. Das zeigt mir meine Intuition. Ich versuche jetzt einfach mal lauter zu reden. So, wir sind jetzt im unterirdischen Raum. Das heißt, hier geht es natürlich auch wieder hin, das Mindesten. Zwei insgesamt 4. Stein vor dem weißen Krug links. Stein. Oh, die sind immer noch so klein. Wand unten links auf dem Podest. Unten links auf dem Podest, das ist hier. Und dann zwischen Ober- und Unterschrank rechts. Ja, okay, und? Wandprofil unter der Kerze rechts. Wandprofil hier, ah. Schön, das war jetzt mal ohne Probleme hier zu sehen. Ne? So, hier muss ja irgendwas was sein, ne? Bild. Hallo? Hallo? Hier ist überhaupt nichts. Oder wie sehe ich das? Hier ist wirklich nichts. Oder ich mich. Wisst ihr was? Das alles werden wir im nächsten Part erst herausfinden. Und da wird's richtig spannend. Dann, ich bin mir sicher, hier wird's irgendwas zu finden sein. Mit Sicherheit. Also, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. War vielleicht ein bisschen kurz im Durchschnitt, aber nur gut. Was soll ich sagen? Hier müssen wir uns die Nerven zwar ein bisschen, aber wir werden sowieso so irgendwann alle finden. Da bin ich mir sicher. Ich muss jetzt einfach nur die durchstreichen, die wir jetzt schon gefunden haben. Wird zwar eine Weile dauern, aber ich will jetzt auch nicht durcheinander kommen hier. Jedenfalls, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.